Oh Gott, Leute, ich habe so dermaßen Schiss, hier gleich drauf zu gehen, ne? Das ist nicht normal. Das ist so spannend hier gerade. Alter! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash. Die beiden Spieler sind immer noch am Start. Der gute alte Rivenside und da joint auch schon der gute alte Felix. Ich habe immer noch ein Problem. Das haben wir jetzt leider wieder mal. Da war ein Enderman Creeper. Entschuldigung, dass ich reingeplatzt habe, aber das war krass. Ich gehe jetzt in den Nether. das war krass. Ich habe meine Trophies und mein Powder noch gar nicht. Das müssten wir demnächst mal so ein bisschen fixen. Und konnte eben gerade nicht aufs ME-System zugreifen. Alles gut bei euch? Hallo? Ich bin ja, im Nether. Ist alles gut. Ach so, okay. Gut. Hast du dann Strom auf dem Ding drauf? Nee, das ist alles easy. Das müsste funktionieren. Ich konnte eben, wie gesagt, noch nicht zugreifen. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Oh nein. Ciao, ciao. So. Oh, shit. Revi, mute dich mal hier, wenn du ihn nicht ja, mit einklicken möchtest. Mach ich. Oh. Mikrofon sound. Leute, das fühlt sich hier überhaupt nicht gut an im Nether. Das fühlt sich gar nicht gut an hier. Oh, shit. Es ist einfach so dermaßen dunkel hier. Oh, fuck, ich habe nicht genügend Fackeln dabei. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hoch Fackeln holen. Vorher mache ich mir aber hier ganz kurz den Waypoint. Portal. Oh, Leute. Ey. Okay. Wir gucken jetzt einfach mal, wie krass oder wie nicht krass dieser Nether ist. Das sehe ich ja gleich. Ich habe die blöde Befürchtung, dass es ziemlich, ziemlich schwer daran ist. Das nur mal vorweg. Ich habe ganz kurz eben im Singleplayer geguckt und wurde direkt von Pick-Zombies angegriffen. Was natürlich so semi-cool ist. Ja. Mal gucken. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu krass darin abgeht. Falls doch, Gott steh mir bei. Ich nehme auf jeden Fall mal alles mit, was man gebrauchen könnte. Zum Beispiel mal ein Stack Cobblestone oder sowas, also einen halben, kann man auf jeden Fall immer wieder gebrauchen. Ey, ich... Oh Gott, okay, Freunde. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Jetzt geht's in den Nether. Das heißt, wir müssen jetzt an höchster Präzision und höchster Konzentration vor allen Dingen arbeiten. Sodass wir da eine realistische Chance haben, das Ganze zu überleben. Weil wenn nicht, dann ist vorbei. Wie gesagt, dann... Nur noch 4 Leben und die Fackel verschwinden wieder, oder nicht? Ne, okay, die verschwinden nicht. Aber das ist stockduster hier drin, Alter. Krass. Auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwo nach oben kommen. Hier eventuell irgendwo. Sieht relativ gut aus. Oh Gott, Leute, ich habe wirklich harte Bedenken daran, dass diese Mission, die ich hier gerade vollführe, ordentlich in die Hose gehen kann. Ordentlich in die Hose gehen wird, vor allen Dingen. Oh Gott. Oh Gott, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Das fühlt sich gar nicht richtig an. Wie schnell bekomme ich denn hier Hunger? Oh, fuck, Leute. Oh, nee. Oh, gosh. Also, ich will mich jetzt nicht beklagen oder sowas, aber... Jetzt mal Hand aufs Herz. Wieso ist das Scheißportal nicht bitte da gespawnt, wo ich es haben möchte? Nämlich außerhalb irgendwo. Und ich jetzt in so einer verkackten Höhle hier. Natürlich mehr als befickt. Oh Gott. What? Okay, hier geht's runter. Ist auch ein Netherrack? Das sieht irgendwie anders aus. Okay, Freunde, jetzt mal ganz vorsichtig schauen, wie es hier vorangeht. Ey, ich hab grad mega, wirklich, ich hab grad richtig, richtig krank Schiss, ne? Oh, fuck it, Alter. Oh, fuck. Das fühlt sich so unglaublich falsch an, was ich hier mache. Das fühlt sich einfach so unglaublich falsch an, Leute. Oh, fuck. Ey, das kann's doch nicht sein, jetzt nur für scheiß Gunpowder hier sein Leben aufs Spiel zu setzen. Oh, Gott, Leute. Leute. Oh, das ist schon mal eine Festung, das ist schon mal sehr geil. Aber jetzt mal for reals. Oh Gott. Oh nein. Greifen die einen an? Das waren die, die mich eben im Singleplayer angegriffen haben. Diese... mit den Bögen. Ja, ist natürlich geil.
Ey, mal ehrlich jetzt. Jetzt mal ganz kurz, ganz nah rantasten, vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob die friedlich sind oder... Ne, sind sie nicht. Doch, sind sie? Oh, fuck. Juckt's euch, dass ich hier bin? Okay, die juckt's nicht, dass ich hier bin. Das ist gut. Ey, Jungs, alles chillig. Ich mach nichts, versprochen. Ich hab Angst, dass jede Bewegung, die ich hier mache, diese Scheißdinger pullt und plötzlich aggressiv auf mich macht. Oh, hier sind noch Nether-Slimes. Da ist aber schon der erste Blaze-Spawner. Oh Gott. Davon muss ich richtig aufpassen, dass ich jetzt nicht, wenn ich hier irgendwo eine Fackel setze auf dem Gravel, dass ich hier auf einmal... Oh nein, Leute. Ey, ist das hier wirklich... Ist das wirklich... Oh Gott. Oh fuck. Mache ich viel Damage. Oh, oh, oh. Habe ich mich erschrocken vor diesem kleinen... Was ist das denn? Das sind Wither-Skelette, oder? Sniper-Skeletten? Was zur Hölle? How the fuck? Oh Gott! Nein! Das sind diese Dinger, die klauen! Oh! An so einem ist Palle doch gestorben. Okay, das ist ein ganz normaler Wither. Du gehst weg. Tschüss. Oh Gott, Leute, ich hab so dermaßen Schiss, hier gleich drauf zu gehen, ne? Das ist nicht normal. Das ist so spannend hier gerade. Alter! Oh Gott, ist das hier krass im Nether. Oh, fuck. Oh nein, bitte nicht. Alles nur nicht das. Komm her, Blazewood. Einen. Okay, einen haben wir, einen haben wir, einen haben wir. Komm schon, ich brauche mehr davon. Spawn doch, du Kackding. Oh, zwei direkt. Zwei, zwei, zwei. Oh Gott. Bevor die schießen. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich brenne. Oh. Okay, zwei haben wir. Das sind sechs Schießpulver. Oh, fuck, Alter, ist das hier. Boah, ich hab grad so einen Schiss, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie krass das gerade ist, ne? Mein Puls auf 490, Alter. Oh. Hast du eins gedroppt? Nein, hat er natürlich nicht. Wichser. Und das alles nur für scheiß Gunpowder. Das muss man sich mal überlegen. Das alles für diesen scheiß Gunpowder, nur um den anderen eins reinzuwirken. Dass ich hier mein Leben aufs Spiel setze. Oh, Leute. Ohne Spaß, das ist viel zu gefährlich. Ich könnte natürlich jetzt auch hier eine Farm draus bauen. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, wirklich nicht. Kommt schon, bitte spawnen wir noch was. Okay, der schießt wieder, der schießt, der schießt, der schießt. Oh. Okay. Sehr geil. Aber auch wieder nichts gespawnt. Super. Super, natürlich. Oh Gott. Immer wenn das Ding schneller rotiert, dann spawnen die wieder was. Der wollte gerade was spawnen, ich war zu nah dran. Scheiße. Oh Gott. Komm, dich hätte ich, dich hätte ich. Einmal hinten damit. Einmal zurück hinten. Komm schon. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh nein, Leute. Es war so knapp. Dieses Kackding überhaupt mal zu treffen. Wow. Verpisst er sich? Oder kommt er nochmal wieder? Kommt nochmal wieder. Alter.
Gott, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist gerade wirklich alles andere als cool. Ich verpiss mich. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich wenigstens aus diesen scheiß Gunpowder, aus diesen blöden Blaze Rods, die ich da gerade gefarmt habe, ich gucke jetzt einmal, wie viel Gunpowder ich da rausholen kann. Alter, ist das ekelhaft krass hier im Nether. Oh Gott. Yo. Verpiss dich doch bitte. Dankeschön. Holy shit, Alter. Boah, ist das heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist, wirklich nicht. Das sind nur vier. Das sind vier Gunpowder, mehr nicht. Hier ist im Moment keiner, das ist sehr gut. So, und jetzt, was muss ich jetzt herstellen? Gump. Mit Pyronium Dust. Okay. Das ist echt viel zu aufwendig. Das ist so krass aufwendig, Leute. Allein der Kampf gegen diese scheiß Penner-Dinger, diese Kack. Ist das heftig, Mann. Ohne Spaß. Also ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie sagt so, oh, das ist schwer, aber das ist gerade, das sprengt gerade wirklich den Rahmen. Okay, das sind 8 Gunpowder. Na, immerhin. Immerhin. Okay, 8 Gunpowder. Für den Aufwand, Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Dafür 8 Gunpowder, ne? Lecko funny, Alter. Das ist echt, also ich find's wirklich krass, muss ich ehrlich sagen. Ich find's ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ich jetzt der Einzige bin, der so denkt, aber ich finde es wirklich schon ziemlich, ziemlich heavy. Keine Ahnung. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, aber wow, ehrlich jetzt. Das ist wirklich quite heavy, I guess. Keine Ahnung, ich habe es mir irgendwie leichter vorgestellt. Ich meine, wir haben halt jetzt natürlich das Glück, dass wir da direkt den Anlaufpunkt haben durch den Blaze Spawner. Aber daher halt erstmal safe hinzukommen. Alter Schwede, für 8 Gunpowder so ein Aufwand, das lohnt auf jeden Fall. Also muss ich sagen, ich werde natürlich jetzt immer wieder in den Nether gehen müssen. Aber wir haben es jetzt immerhin geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Unser Gunpowder-Problem ist fürs erste Mal gelöst. Ey, das tue ich mir nicht nochmal an. Ehrlich nicht. Das ist so heavy. Das ist wirklich richtig krass. Aber gut, okay. Damit müssen wir dann leben. Ne? Wir haben das ja eigen gewählt. Beziehungsweise wir sind ja selber schuld, weil wir bis jetzt noch nicht gewonnen haben. Und dafür wirklich dieser Aufwand. Naja, okay. Was soll ich machen? Dann ist das halt so. Freunde, ich glaube sogar, dass die Folge schon wieder fast am Ende ist. Könnt ihr mal die beiden fragen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Folge nun vorüber ist? Das könnte gut sein, ja. Meine Uhr sagt jetzt 15 Minuten. Dementsprechend sollte, beziehungsweise nach der normalen Zeitrechnung, die Folge nunmehr ein Ende finden. Wenn ich da richtig in meine Anlage, Annahme gehe. In meine Anlage? Okay. Verzeihen Sie bitte diese Wortwahl, aber es gibt tatsächlich Tage, an denen ich dann eventuell im Sprachgebrauch ein wenig beschränkt wirke. Also ich glaube jetzt tatsächlich, ist es vorbei. Nö? Mann, ich hatte eine richtige Scheiße. Oh fuck! Oh fuck! Ja. Oh fuck! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Das will ich jetzt noch hören, Freunde. Oh, schade. Ich dachte. Okay, ihr zwei? Ja. Alter, was macht ihr? Ein bisschen Beef hier. Was geht da ab? Erklärt mich auf. Ich bin gerade in seiner Basis. Mit deinem Apache oder was? Nee. Zu Fuß? Was Besseren. Okay. Was hast du dir gebaut? Das wüsstest du wohl gerne. Tatsächlich, ja. Vielleicht bluffe ich auch nur ein bisschen. Aua! Ich glaube nicht, dass du bluffst, wenn du jetzt schon so reagierst gerade. Würde es mich tatsächlich wundern. Er hat hier natürlich Heimspiel. Den hat die hat da Heimspiel, oder was? Ja, ja, der kann natürlich, der kennt die ganzen Tricks hier. Der weiß, wo der Frosch die Loggen hat. Ah, gibt's da Tricks? Weiß ich nicht.
Weißt du, ich kenne ja seine Basis nicht in- und auswendig. Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Problem. Felix, bist du noch da? Ja. Ja. Alter, hast du mich überrascht, ey. Ja, toll. Du bist, das ist das Problem. Ich dachte, kann ja nicht wahr sein. Ich dachte, es kann ja nicht wahr sein. Auf einmal steht er bei meiner Base und will mich töten. Ich bin gerade ein bisschen außen vor, weil ich mich gerade tatsächlich wundere, was bei euch abgeht. Aber macht ihr mal da euren Fates. Ich finde das ganz cool. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt hier verabschieden, weil die Folge jetzt vorbei ist, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich noch viel Spaß bei den anderen Kanälen. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ich bin raus. Haut rein. Tschüss. Ja, Felix, ich glaube...